Und wir bei Obermatt haben die ganzen Wärmeindikatoren automatisiert analysiert. Das heisst, wir schauen all die Sachen an, vom Kursumsatzverhältnis bis zur Dividendenrendite und messen die für jede Firma. Wir haben 10'000 Firmen, wo wir das messen. Und wir wollen bei jeder Firma schauen, wie gut sind die Indikatoren im Verhältnis zu ähnlichen Anlagemöglichkeiten. Mhm. Also bei einer Roche wird geschaut, wie ist das gleiche Verhältnis von der Novartis zum Beispiel. Mhm. Oder bei einer BMW wird geschaut, wie ist das Verhältnis zu einer Mercedes. Und dann kommt man aufgrund von dem ein Rating über. Je mehr, je besser du bist als alle anderen Firmen, desto höher ist das Rating. Es ist ein Perzentilrang. Also wenn du ein Rating von 100 hast, heisst es, 100% von deinen vergleichbaren Möglichkeiten sind in dieser Kennzahl schlechter. Du kannst also alles auf einer Skala von 0 bis 100 anschauen. Sehr praktisch, eine einzige Grösse, die... Es ist nur noch eine einzige gespuckt wird, sozusagen. Ja, du hast vier Metrics, die alle ganz anders aussehen in der Praxis und trotzdem können wir alle von 0 bis 100 darstellen. Macht es extrem viel einfacher. All das tun wir dann noch zusammenfassen in den Value-Rang. Dann schaut man, nochmal einmal, wenn ich den Durchschnitt von diesen ganzen Rängen anschaue und das vergleiche wieder mit anderen Alternativanlagen, wie gut ist der Durchschnitt? Und der Durchschnitt, der am besten ist, kommt wieder in den Rang von 100 über. Mhm. Also das ist eigentlich der Value-Rang als eine für mich wichtigste Orientierungsgröße zu entscheiden, ob das jetzt eine Firma ist, die relativ günstig ist im Vergleich zu der Größe, die sie darstellt. Ja. Im Vergleich zu der Profitabilität, in der Erwartung. Die Rendite, genau. Ja. Und der Value-Indikator ist jetzt etwas, das wir für jede Firma rechnen. Und du kannst Firmen suchen nach einem Value-Indikator. Also könnte ich theoretisch jetzt als Suchkriterium sagen, ich will eine Perzentile von 100, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber kann ich sagen, die Branche ist mir jetzt vielleicht gleich, ich will einfach die bestbewerteten Firmen auslesen. Genau, das kannst du machen, jetzt zum Beispiel mit den Daten, die wir zur Verfügung stellen. Okay.